So Leute, ich habe jetzt noch eine letzte Aufgabe. Also da spielen gerade genau hinter der Kamera Leute Bowling. Billard, du Autist. Ja, Billard. Und wenn ich nur damit hingehen und einfach einmal mit dem Arm an. Kaputt machen, also an. Nee, die Kugel cool. Einfach. Jo Leute, was geht ab? Also, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon heute wieder mit. Vivi freut sich schon, hat richtig Bock. Leute, wir haben heute schon mal aufgenommen und wir haben leider, der Sound ist voll verkackt. Wir weil, ganz kurz, wir können. Ach, das ist ja ärgerlich. Aber wie oft passiert sowas, wenn man aufnimmt und der Sound einfach scheiße ist? Wie oft hatten wir schon eine Aufnahme gemacht und uns ist danach aufgefallen, da fehlt was. Der Timer läuft nicht. So wie jetzt. Der Timer läuft nicht. So wie jetzt, wirklich. Ey, und das ist so ärgerlich, weil man wirklich schon aufgenommen hat. Ey, Gott sei Dank haben wir gerade nochmal nach oben geguckt. Und die ganze Aufnahme einfach weg ist oder was für ein Arsch ist. Ist ja mega, mega eklig. Wir weil, ganz kurz, wir können kurz in den Turm mal rein. Odoman, komm doch ganz kurz hin. Odoman, komm her. Geht kurz in das Mikrofon. Wollt ihr wegrennen? Ich glaube ja. Ja, den Ton. Ah ja. Okay. Und so Ekelbesen. Wir machen heute nochmal eine neue Folge von Wenn ich du wäre. Ich denke mal, ihr kennt es alle heute als Special Edition auf der Gamescom. Ich würde sagen. Ich kann einfach nicht so rummeln. Ich kann heute auf jeden Fall auseinandernehmen, Leute. Ich habe so krasse Aufgaben. Und ich würde sagen, fang du mal an, ja, weil ich hier die Antwort gemacht habe. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich kurz den Gullideckel hier rausziehen. Das geht überhaupt nicht. Doch, das kriegt man hin. Und wir gehen ganz kurz ein paar Meter. Und die Dinger sind schwer, ey. Die sind schwer. Guck mal. Mal sein Gesicht an. Er versucht einfach cool zu bleiben. Die Dinger sind sau schwer, ey. Guck mal, wie angeschränkt der einfach ist. Na, zumal auch eklig, oder? Na klar. Oh. Guck mal, da hinten am Stand schon. Die eine guckt schon so, als ob, was macht denn der da? Das ist die unnötigste Aufgabe, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Na, ich weiß nicht. Wenn du mir jetzt an da kommt doch ganz andere. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal kurz das T-Shirt, das mein Hand hat. Ich lege halt einfach eine Party auf. Warte kurz. Ist mir das egal? Richtig. Boah. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mich kurz in den Kreis dazu setzen. Versuchen, einen Handstand zu machen. Handstand oder Handstand? Einen Handstand zu machen und richtig auf den Kopf zu fallen. Nein. Oh, ich sag ja, das kannst du mit Revi nicht machen. Wollt ihr einen Besen haben? Ja. Korrekt. Darf ich kurz einen Handstand machen? Ja. Das ist nett von euch. Ich muss leider hinfallen. Was ist los, Bro? War gut, das kennenzulernen. Der Besen, Lukas, der Besen, der Besen, Lukas, der Besen. Ach so, ich wollte den schenken. Nee, nimm ruhig mit, den brauchen wir. Muss den Besen leider mitnehmen. Ah ja, so ein Ding. Okay, komm. Okay, Leute, soll ich nur sagen, ich bin jetzt wieder dran, nachdem ich gerade erfolgreich den Handstand gemacht habe. Ich komme wieder kurz zum Besen. Ihr habt das schon gesehen, Leute, wir haben noch einen Besen am Start von der Aufnahme, die eben nicht, leider nicht geklappt hat. Ja, du kannst den schon nehmen. Denn Revi, wenn ich du wäre, würde ich jetzt auf eine Bühne gehen, während gerade eine Bühnenshow ist. Und da einfach mal ein bisschen sauber machen, klar, weil Boden ist dreckig und besser ist es, Digga. Ja, ich glaube, die nehmen sich aber auch beide nichts, wa? Nein, nein. Sind beides. Das Problem ist, ich versuche gerade herauszufinden, auf der Gamescom 2019 ist es ja gewesen, und ich versuche gerade herauszufinden, weil es gibt ja Besuchertage und es gibt ja so Messetage, wo nur YouTuber und Messebauer und Spielehersteller da sind. Die haben ziemlich viele, haben da so ein Bändchen um mit so einer Karte. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Messetag ist, wo sie jetzt so rumspinnen oder ob es ein Besuchertag ist. Ich glaube, am Besuchertag hätten sie gar keine... Voller auch, oder? Ja, kommt immer auf die Uhrzeit drauf an. Also, ich weiß nicht. Aber wenn es jetzt ein Besuchertag wäre, ich glaube, da wäre auch sowas unmöglich. Kannst du nicht machen. Ja. Und ich glaube, an so Messetagen, ich glaube, die Leute wissen schon Bescheid, was da für Pappenheimer rumrennen und ihre Videos da drehen. Die machen sich keinen Kopf. Die machen sich keinen Kopf. Aber ich bin gespannt, wie es Revi jetzt meistert. Ey. Ja, das macht der. Ich glaube, der macht alles. Revi, das auch noch Dreck. So. Na, guck mal, siehst du, sind gar keine Zuschauer da. Also, Fokus ist on point. Mann, Alter, du bist doch ein Dicker. Das ist langweilig, ich hab gehofft, du bist hier geschlagen oder so. Mann, Junge. Aber macht er gut. Ja. Halt schießen. Her. Gib sich Mühe. Halt schießen. Mal her. Er macht es wirklich gewissenhaft. Wir schießen. Wenn ich du wäre? Nein, nix mit Müllton, ohne Scheiß, nix mit Müllton. Okay, wie nix mit Müllton. Oh, jetzt wird er zickig. Nix mit Müllton, ohne Scheiß, nix mit Müllton. Nix mit Müllton. Nein, nein, nein. Würde ich mal ganz kurz ein Bein richtig tief in die Tasche stellen? Nein, 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 nein. Und so machen. Nein, nein, nein. Wie du es vorhin schon gesagt hast,
Ich glaube, Revi ist da... Schmerzfrei. Du sagst es, schmerzfrei. Da hat Avive echt seinen Meister gefunden. Avive versucht fies zu sein, aber Revi ist einfach in der Sache, glaube ich, einfach mal unbesiegbar, weil ihm ist nichts cringe oder so. Er macht es einfach, er zieht es durch. Bei Avive ist da so die Schamschwelle relativ niedrig und du siehst da schon, wie er abkotzen könnte. Und er checkt auch schon nebenbei auch schon die Menge ab, um zu gucken, wann wäre meine Möglichkeit. Könnte ich mal ganz schnell ein Bein rein oder dann wieder raus? Und ihm ist... Ist egal, da könnte das Brechen voll sein. Ihm ist es egal, ich will sogar einen Körper reinmachen in die Mülltonne. Nein, warum nicht? Das ist übertrieben. Okay. Das ist übertrieben. Das ist übertrieben. Ja. Da ist locker Dosen drin mit Getränken. Ja. Oh wow, Dosen. Die weißen. Guck mal, ein Yoga. Ich lass dich so krank leiden, ich sag's dir. Ja. Wenn du, ey, wenn du, ich das jetzt wirklich machen muss, ja. Du wirst heulen. Guck mal. Ja. Und er fühlt sich wohl. In Ordnung. Ja. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der nächsten. Ihr könnt mal stehen bleiben, weil meine Hose ist jetzt ja wirklich dreckig, ne? Ja. Und Revi. Und ich leck die nicht ab. Wenn du mir. Oh, nee. Würde ich jetzt einfach mal kurz über meine Hose lecken. Na. Aber hier. Ist in Ordnung. Bein, ich kotze davon. Selber schuld, wenn du mir so aufgehst. Das könnte ich nicht mal so machen, wenn ich wüsste, dass er nicht in der Mülltonne. Boah. Ja. Er denkt sich gerade, er ist ja anscheinend nur da mit seinen Kindern da, siehst du das? Mit seinen Jungs. Und er denkt sich gerade, what the fuck? Warum bin ich hier mit meinen Jungs? Warum habe ich ihnen erlaubt, so eine Scheiße hier mitzumachen? So, dann Leute, gucken meine Söhne. Andersrum. Meine Söhne gucken so eine Leute. Nee, das war eklig. Ab heute habt ihr YouTube-Verbot. Guck mal, genauso guckt er gerade, ja, ey. Dieser typische Papa, ey. Gamescom, du bist Digga. Jetzt freut er sich wieder dabei, weißt du? Nice! Du weißt ja, Gamescom ist übertrieben anstrengend, oder so, weißt du? Ja, schon. Man muss manchmal ein bisschen Pause haben. Ich geh auf keine Bühne oder so. Bisschen relaxen. Ich geh auf keine Bühne oder so. Jeden Abend, wenn ich schlafe. Aber es sind doch nicht nur Messetage, es ist nur eine günstige Uhrzeit, glaube ich. Kann auch sein. Nee, mach ich nicht. Doch. Nein. Jetzt habe ich die Aufnahme verpasst. Nein. Ich möchte, dass du dein T-Shirt bitte einmal so knurrst, nicht auf den Boden legst. Ah, das ist das. Und ein paar Minuten einfach mal entspannst. Ich tape dich auch fest. Warum ist aber mit Tape? Nein, aber nicht mit dem T-Shirt. Nein. Bitte, Lukas. Wieder übertreiben mit seinen Aufgaben. Ja, da kriegt er wirklich. Ich glaube, das hat er auch mal im Video gesagt. Ich glaube, er ist mit seiner Figur relativ unzufrieden. Er mag das einfach generell nicht, irgendwie seinen Bauch oder so zu zeigen, seinen Oberkörper zu zeigen. Komm, da hinten ist der Papa wieder, wa? Ja, naja, die verfolgen die, glaube ich. Übel dreckig. Ja. Ja, jetzt lieg ich auf dem Ding. Ja, leg dich hin. Leg dich hin. Ich hasse dich. Ich hasse dich. 1,8, du brauchst mich übertreiben. Nicht in meine Haare, nicht in meine Haare. Oh. Auch korrekt, nicht in meine Haare. Ein bisschen alt wie der gute Erwein. Hör auf, hör auf. Das ist in meinen Haaren. Das ist in meinen Haaren. Und das zieht. Revi, wenn ich du wäre, ich würde mich neben mich legen. Kein Problem. Ja, das macht der. Ja, kein Problem. Ich hab das ganz cool bei dir. Wenn du so eine Idee kannst, machst du das. Überleg mal, da liegen die einfach auf der. Ja, einfach auf dem Boden auf der Gamescom. Ja. Ich will mich schön hinstellen, von der Bühne tragen und mich erstmal ein bisschen spannen. Komm. Nein. Komm, komm. Nein. Komm jetzt. Digga, das ist viel zu hoch. Immer sagt er nein und er macht das doch mal. Aber also, ist euch das aufgefallen? Man muss echt mal die Zeit stoppen. Wie schnell Revi sagt, kein Problem. Ja, und die ganze Aktion, die ganze Aufgabe ist erledigt. Und jedes Mal Avive so, nein. Als ob er ihm senken könnte. Aber ich fühle auch mit dir. Ja. Wäre es was für uns? Nee. Ich habe gerade ganz, ganz blöde Ideen. Nein. Doch. Du musst irgendwo Sachen klauen oder irgendwo hinstellen. Leute, guck mal, ich schwöre dir jetzt, gesehen, wie ich gerade ganz noch verliebt. Du kriegst, egal, die nächste Aufgabe, du wirst Schmerzen haben, glaub mir das. Okay. Er freut sich drauf. Ja. Guck mal, Farming-Simulator. Ja. Zurücklehnen. Lehn dich zurück. Er hat den Stuhl geklaut. Geht nicht. Oh Mann. Ja, komm mal, ist okay. Warte mal ganz kurz hier. Warte mal bitte ganz kurz hier. Nein. Entschuldigung. Er hat den Stuhl genommen. Er hat den Stuhl genommen. Nein. Und die kotzen ab, die müssen bauen. Er grinst mal kurz, wenn ich die Kamera sehe, am Ende denkt er sich so, Alter. Was soll denn das? Wir sind nicht dein Sponsor. Steh auf. Weil er das gemacht hat, musst du jetzt 20 Mal um die eigene Achse drehen und dann musst du ja durch die Dame laufen. Das ist eine geile Runde. Lukas, setz dich hin. Warte, ich setz dich hin. Ach komm, macht er aber gut mit denn, wa? Ja.
Warte, komm, wir machen selber den. Ja, alles andere wäre jetzt auch, ist ja auch ein Image-Schaden. Guck mal, er hat ja auch ein Firmen-T-Shirt an und so. Wenn er jetzt so oberlehrermäßig sagen würde, du, hier stell bitte den Stuhl wieder zurück, dann wäre es auch ein Image-Schaden. Ich glaube, da musst du so ein bisschen Spaß mitmachen. Oh, guck mal, er könnte heute gleiche Pose wie ich gerade. Du. Ich glaube, da musst du auch so ein Chat mitmachen. Ansonsten wärst du bei der also im Namen der Firma so ein bisschen. Ich glaube, die kennen die Pappen rein. Ja, ja. Der Mann hat das gesagt, dass du noch eine Strafe, Alter. Du Digga, Mann, das ist übertreibend, Junge. Junge, du schnellst mich nicht mehr auf. Lauf, komm. Aber er freut sich doch. Hast du dir wehgetan? Ja. Ich auch. Hast du dir wehgetan? Ja. Ja, schnell umarmen, ist alles gut. Ja, okay. Alter, fällt mal. Vielen Dank auf jeden Fall. Oh, Alter, oh. Ist echt was? Oh. Er verbrannt bestimmt. Ja, wie stolz er ist. Jeder Zuschauer, der gerade hier rumsteht, ja, von der Reibung her irgendwie. Was? Jetzt haben wir schon die Aufgabe verpasst. Er muss sich von jedem Zuschauer in den Bauch boxen lassen. Ja. Zufälligerweise habe ich ja einen dabei. Junge, Alter. Ach, zufällig hat er einen Boxhandschuh dabei. Okay, der nächste. Wenn alle Schläge sich addieren, wird schon schlimm. Aber treib doch nicht, Junge. Alter, Junge, ein Schlag drauf. Ich würde sagen, einmal Special Odemann, komm mal bitte kurz her. Nein. Ach, guck mal, da gesagt hat er auch nein. Nein. Junge, wohin? Dir? Ja. Wohin denn? Komm, in den Bauch. Nein, Odemann, nicht in den Bauch. Nicht in den Bauch. Ja, wo sonst denn in die Fresse? Du bist bereit. Nein, Odemann, von an. Bitte nicht. Ah, oh, hol doch nicht so weit. Aber er zieht auch durch. Das war zu hart, glaube ich. Ja. Ja. Du hast so da Plexus, kriegst keine Luft gleich. Oh, Revi. Tja. Oh, super, sehr leid. Was laberst du? Du hast gesagt, ich soll nein. Oh, Junge. Einfach nur atmen. Ja, aber ey. Du Missgeburt. Also, leg das Schiff. Übertreibt doch nicht. Er hat ja auch nicht mal eine Chance, irgendwie abzufedern nach hinten. Er stand ja weif und hat ihn ja gestützt. Also, er muss ja. Die ganze Energie ging ja wirklich in den Bauch. Okay, Leute, wir haben gerade noch einen Zwischenpflaster bekommen auf Ehre. Oh ja. Können wir das andere Pflaster noch? Nutzen wir gleich für den Thumbnail. Clickbait. Ja. Na und? Ein bisschen runterkommen. Und dann würde ich ganz kurz den Schinken fatzen. Einmal nur mit standlaufenden Schinken wieder ablegen. Ich will nur gucken, ob der Typ den hinterher läuft. Okay? Nein, mach den nicht. Ich zähl runter. 3, 2, 1. So hol dir den Schinken. Es ist so unnötig. Das Ding hier so klar. Ja, es war aus Versehen. Leg das da sofort hin. Was ist das denn? Ein Schinken. Gefährliche Situation. Ach, von Obelix, ein Asterix oder was? So ein Schinken oder was ist das für ein Stand? Keine das ist einfach nur so ein Deko-Stand. Ich hatte nicht von so einem Asterix und Obelix dran ja, gesehen. Ich habe auf jeden Fall Angst. Ich dachte, da läuft wirklich einer hinterher. Egal. Du, da würde ich jetzt zu einem Security. Du gehst einfach an dem vorbei. Wir gehen mit dem Kamerateam, aber nicht mit, sondern filmen von weiter weg, damit der wirklich denkt, das ist echt. Du gehst an dem vorbei, bleibst so neben dem stehen. Dann guckst du den an, hast du ein Problem und dann gehst du zu dem hin. Und dann machst du weiter und weiter und irgendwann. Aber erst irgendwann. So, wir sind fett sein. Leute, ich sag jetzt schon mal, haut hier mal richtig fett die Like-Buttons raus. Denn wenn das richtig krass abgeht, dann machen wir nächstes Jahr noch eine Folge. Aber jetzt erstmal dafür sorgen, dass Revi nächstes Jahr nicht mehr dabei ist. Du Wichser, Alter. Hier ist aber keiner. Da rechts direkt der Typ. Hier rechts, am Stand. Was soll ich dem sagen? Der sieht aus, als würde er den direkt ab. Was soll ich dem sagen? Oh, Revi, was ist los? Ja. Hat der Nerven flattern? Ja, irgendwie schon, wa? Was hast du für ein Problem? Stress machen. Gib mit. Das ist deine Aufgabe. Er tötet mich. Der tötet mich. Was ist der tötet mich. Das ist ungewohnt, wa? Der größte Manga-Bahn-Verkäufer, den es hier auf der Welt gibt. Geh hin, los. Hast du ein Problem? Nee, Lukas, nein. Mach. Ich kann den. Kind Manga nicht. Nee. Mach. Gib's mir so. Are you only speak English? Okay. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass er nur Englisch gesprochen hat. Ah, oh, ja gut, okay. Hat er aber Glück gehabt. Der hätte mich umgebracht, der hat schon so böse. Das heißt, Tito von der Frau. Junge, komm, hast du gesehen? Du fängst ein Gespräch an und während wenn die Antwort geht, gehst einfach weg. Los. Bin ich auf dem Gefährlich? Kann ich mal eine haben? Die gefährlichste bitte von allen. Ich sag dem, da soll ein Gespräch anfangen und weggehen. Und sie jetzt. Natürlich, Alter. Die hatten gerade unbedingt die scheiß Waffe zu. Ich bin einfach gegangen, du asozialer Mann. Ich finde so scheiße dabei. Guck mal, die Masken kennst du nicht. Die haben auch, ja. Die waren in Erfurt auch bei der. Mac. Mac, genau. War es nicht auch 2019? Ja.
wo wir da waren? Ja, letztes Jahr ging ja nicht so viel. Nö, hast du recht. Du bist so ein Wichser. Oh mein Gott, Lukas, siehst du diese beiden Laserschwerter? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich eins davon nehmen, eins dem anderen Mann hinter dir geben und ihn zum Kampf herausfordern. Der Mann mit der... Sieht aus, wenn die 400 Euro oder so kosten. Richtig, genau deshalb. Richtig. Sorry, kurz mal, kann man hier auch Testkämpfen einfach? Dass sie eins nehmen und ich eins nehmen? Dann los. Ich bin bereit. Der ist bereit. Das war klar, oder? Aber die sehen geil aus. Aber die kannst du nicht so einfahren, wa? Nein. Na, die waren doch auch. Wir hatten auch eins, was man so einfahren konnte dann sozusagen. Ja, aber die sind doch nicht annähernd so stabil wie die Dinger. Dann nee. Die kannst du mit dem Finger wieder zurückdrücken, diese Sachen. Aber die sehen ja richtig stabil aus. Kriegst keins. Guck doch mal, wo sie schnell geschwenkt haben. Das war so richtig, sah so richtig. Ja, lichtschwertmäßig aus. Kriegst trotzdem. Ja. Nein. Mann, ey. Das aber er war sofort bereit. Ja. Okay, danke. Mann. Ja, mega. So, Leute, ich habe jetzt noch eine letzte Aufgabe. Jetzt bin ich gespannt. Es ist gar nicht so leicht, die Aufgaben zu finden. Also, das spielt gerade genau hinter der Kamera, Leute. Bowling. Billard-Bautist. Ja, mega. Wenn ich du wäre. Kannst du mal Kugeln klauen? Nee, wenn ich du wäre, würde ich hingehen und einfach einmal mit dem Arm machen. Wer sich schon vorher freut. 1000 Euro oder so, mach einfach. Geh einfach hin. Hallo. Oh, ist das ein richtiges Spiel oder spielen die auch Spaß? Oh, Scheiße. Ja, klar, gerne. Ein Foto. Spiel ich schon lange? Wann habt ihr angefangen? Mach es! Okay, wollen wir ein Foto machen? Ich will ja erst ein Foto haben. Er freut sich, ey. Jetzt ist es so asozial. Jetzt ist es wirklich richtig asozial. Ich kann mit Masken, also alles. Nee, die Kugel. Cool. Und einfach weggerannt. Das war jetzt richtig assi. War das so, also wir machen ein Video, ist okay, wenn man euch sieht, oder? Okay, das ist nett. Ja, oh, guck mal. Oh. Oh. Da kommt der Big Papa hier. Ja, was ist los? Der junge Mann wartet auf dich, um dir jetzt mal richtig einen überzubummeln. War ja ein Versehen, ne? Ich meine, ja, also alles aus Versehen. Ich bin ausgerutscht und... Ja, ja, ne? Ausgerutscht. Aber hast du sie im roten Kleid gesehen? Ich glaube, für sie ist auch eine Welt zusammengebrochen. So nach dem Motto, wie fies kann Revi sein? Da, guck mal. Siehst du ihren Blick? Ja. Ja, aber oder? Ja. Wenn ich die beiden schon in der Kombi sehen würde, müsste ja schon... Fall.